News und Talks für Gebildete. Gerade wurde veröffentlicht von der Rosa-Luxemburg-Konferenz sozusagen, der Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland, der wohl aus Berlin stammt, hat sich ganz klar geäußert, hat gesagt, wir laufen gegen eine Betonwand. Das, was ich den jungen Leuten schon immer gesagt habe, ihr werdet gegen eine Betonwand laufen, wenn ihr nicht mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammenarbeitet. Und wir haben nichts erreicht und deswegen müssen wir uns natürlich für Kapitalismuskritik interessieren, Systemkritik sozusagen. Und jetzt will ich nochmal darauf hinweisen, weil sich natürlich in den Videos vieles wiederholt, dass erstmal die gute Nachricht. Ihr braucht all die anderen Videos, KenFM mit den verschiedenen Professoren oder Professor Sinn oder Großer Luxemburg, all das andere braucht ihr nicht zu schauen, weil es sich da immer um Halbwahrheiten handelt und Halbwahrheiten bringen uns nicht weiter sozusagen. Es reicht nicht, wenn verschiedene Professoren manchmal etwa auch einen vernünftigen Satz sagen, wenn dann der Rest wieder falsch ist und so weiter. Deswegen, ihr braucht praktisch nur die Homepage der zweiten Scientists for Future 2 und die ganzen Videos der befreundeten Kanäle und so weiter rund um die zweiten Scientists for Future 2 zu schauen, dann habt ihr ein gesamtes Studium zur Weltverbesserung und mehr braucht ihr zum Glück nicht. Aber trotzdem, also sozusagen, also hört einfach auf, die Unwahrheiten zu studieren und widmet euch dem Studium der Wahrheiten. Deswegen also bitte auch die anderen Videos alle anschauen, alle auch auf YouTube und so weiter, die Homepage anschauen und bitte Kommentare da lassen, wenn ihr etwas wirklich trotz des Schauens all der Videos noch nicht verstanden habt, aber nicht einfach sozusagen erwarten, dass euch 300 Videos und ein ganzes Internetbuch, die Homepage der zweiten Scientists for Future 2, noch einmal wiederholt wird. Das können wir natürlich nicht leisten. Wir müssen verweisen auf das Material, was schon da ist. Und das ist das Imperium für die Weltverbesserung. So, noch einmal ganz klar, bei KenFM und Professor Max Otte und Markus Krall war der eigentliche Elefant im Raum, der übersehen wird, der eigentliche Elefant ist, dass der Verlauf der Evolution ganz anders ist. Sprechen wir doch mal über ein paar Sachen der Evolution und wiederholen uns natürlich dabei, aber wieder ein paar neue Dinge dabei. Wie gesagt, ein Gesamtstudium der zweiten Scientists for Future 2 rate ich jedem Menschen, der sich ernsthaft für Weltverbesserung interessiert, dringend an. Ja? So, hier, Gehirnevolution. Etwas veraltete Zahlen hier, also Gehirnvolumen Australopithecus, ungefähr hier 5,5 Liter Motor, ja, ein 1,5 Liter Volumen, 500 Kubik Motor, ne? Bonobo ist wahrscheinlich eher leicht unter 500 Kubik, also hier 500 Liter ungefähr. Homo habilis würden wir heute zeitig, die Zeiten rücken immer weiter nach vorne, deswegen sind die Zeiten oft falsch. Mittlerweile würden wir wahrscheinlich den Homo habilis bei 2,5 Millionen Jahren ansetzen. Da haben wir also ein Gehirnvolumen schon, sehen wir hier, Homo habilis wird schon angesetzt mit ungefähr 700 Millilitern, ungefähr 650, 700 Millilitern. Sozusagen Hubraum, Leistungsfähigkeit, Gehirnleistungsfähigkeit. Und Homo erectus, den würden wir heute wahrscheinlich eher bei 2 Millionen Jahren ansiedeln, also eigentlich eher hier. Da wird aber angegeben schon so Richtung 1000 gehend, also 900 Gehirnvolumen, ja, sozusagen. Und der späte Homo erectus, denke ich, der wird schon darüber gehabt haben. Und dann Homo sapiens, das stimmt eben vielleicht nicht mehr. Wenn die Zahlen stimmen, dann hatten wir zwar vor 40.000 Jahren 1500 Milliliter, also anderthalb Liter Hubraummotor im Kopf sozusagen durchschnittlich und haben eben dann
sozusagen ja, durchschnittlich. Dazu muss ich nochmal sagen, hier nochmal zur Erinnerung, weil es so wichtig ist und wie gesagt, weil ihr sonst überall nur Unwahrheiten erfahrt, lohnt es sich schon mal, die Wahrheit nochmal zu wiederholen. Also das Gehirnvolumen, niemals hatten wir 500 Milliliter, sondern wir hatten verschiedene Menschen, einige wenige immer ein sehr, sehr kleines Gehirnvolumen hatten, also weit unter einem halben Liter und einige wenige schon sehr viel mehr Gehirnvolumen. Also Gehirngröße evoluiert sich wie eine Wanderdüne. Wenn der Wind der Selektion von einer Richtung weht und früher wehte der Wind sozusagen von der Richtung in diese Richtung sozusagen, dadurch wandert dann die Wanderdüne in Richtung größere Gehirne. Und wenn der Wind in die andere Richtung, wenn wir also in der Gesellschaft falsche Selektionsbedingungen haben und aber auch zum Beispiel toxische Einflüsse, also Vergiftungseinflüsse auf die Gehirne, angefangen von der Befruchtung bis zur Schwangerschaft, bis zur Geburt und so weiter und Nachgeburt und so weiter. Wenn wir dann überall schädliche oder Handy zum Beispiel, die das Gehirn schädigen oder die Gehirnentwicklung schädigen, wie Professor Manfred Spitzer ja immer wieder berichtet. Das heißt, wenn wir also der Wind der Evolution, der Selektion quasi in diese Richtung weht, dann wird die Menschheit auch wieder dümmer. Und das ist ja das, was wir mittlerweile haben, dass eben diese, wenn die Berichte stimmen, dann hatten wir vor 40.000 Jahren 1500 Milliliter und jetzt sind wir schon wieder zurückgeschrumpft auf 1350 Milliliter, das heißt, die Menschheit ist 150 Milliliter und das ist nicht wenig, das ist fast ein 0,2 Liter Glas dümmer geworden, ja, und unfähiger geworden, durchschnittlich. Ja. Und das muss man sich mal klar machen. Also das heißt, höchste Alarmstufe rot sozusagen, denn wenn die Menschheit wirklich zu dumm ist für die Beendigung des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft, dann ist es passiert. Dann kommt sie in eine Schleife rein, in der sozusagen die Gehirnevolution rückwärts läuft oder quasi das Gehirn immer kleiner wird durchschnittlich und dadurch die Menschen immer dümmer werden. Und dann werden sie nie den Abschied aus dem Kapitalismus schaffen, denn der Kapitalismus ist in erster Linie eine Menschheitsdummheit. Ja? Und ja, dann gehen wir nochmal hier hin. Ach so, hier sind wir bei der Gehirnevolution. Wo ist das zweite Gehirnbild? Ah ja, hier ist das zweite Gehirnbild. Ja, da sieht man schon, dass obwohl hier ist mit Zahlen nichts, aber hier haben wir ja wieder auch Australopithecus eher so um die 500 hier, Homo habilis um die 700. Und Homo erectus auch so 900 bis 1100, so 900.000, ja, das passt ganz gut. Homo sapiens, hier steht er mit 1350 eher angegeben, wobei dann also sozusagen, man muss dazu sagen, wahrscheinlich war die Kurve so, dass wir von hier Homo erectus vor 400.000 Jahren bis vor 40.000 Jahren auf 1500 hochgeschossen sind. Und anstatt uns dann auf 1600 weiter zu evoluieren und 1700, sind wir zurückgeschrumpft auf 1350. Das ist ein riesiges Alarmzeichen, nicht dafür, dass die Art aussterben wird oder sonst was oder die Welt jetzt unbedingt sofort deswegen gleich untergeht, sondern dass dieses zerstörerische System, die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus, dass möglicherweise unser Gehirn nicht mehr ausreicht, um die Kurve zu kriegen. Denn wenn das Gehirn einmal zurückgeht, dann werden wir natürlich am Kapitalismus festhalten. Da er nämlich eine Menschheitsdummheit ist, werden natürlich die kleineren Gehirne natürlich krampfhaft am Kapitalismus, an der sozialen Marktwirtschaft festhalten. Denn alle dummen Leute halten ja am freien Markt und der freien Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus fest. Ja? Und das heißt, die höchste Gefahr für die Menschheit, dass sie vielleicht sogar dann wieder Millionen Jahre im dunklen Tal des Kapitalismus verbringen wird. Ja?
Und das wäre schrecklich, denn der Kapitalismus ist einfach ein Horror. Ja, aber vielleicht sagen Sie jetzt, der Kapitalismus, uns geht's doch gut, die Menschen sind doch, irgendwo ist es doch, irgendwas ist doch auf der Welt besser geworden durch den Kapitalismus und so weiter. Und vor allem ja auch diese pseudokommunistischen, pseudosozialistischen, pseudoplanwirtschaftlichen, pseudodemokratisch-sozialistischen Gesellschaften, die waren doch noch viel schrecklicher als der Kapitalismus und so weiter. Ja, wobei, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein pseudokommunistischer Staat jetzt Weltkriege vom Zaun gebrochen hat, wie das die kapitalistischen Staaten wie Deutschland, Hitler und so weiter und die USA und so immer wieder getan haben und immer wieder tun, ja. Also da so ganz so gefährlich war dieser Pseudokommunismus nicht, ne? Aber wir sind uns natürlich klar, den müssen wir in jeder Weise vermeiden. Ja? Das ist also bei Rosa-Luxemburg-Stiftung, das sind so die Ewiggestrigen, die längst Geschichte sind und es nicht wissen. Also nochmal der Hinweis, studiert nur noch alle Materialien im Internet rund um die zweiten Scientists for Future 2. Nirgendwo sonst gibt es Wahrheit, leider, weil es keine Wissenschaft außerhalb dem gibt, sondern nur ganz viel Pseudowissenschaft und veralteter Quatsch sozusagen. Aber ich wollte das Bild schildern mit dem Frosch im heißen Wasser. Ob das stimmt, da habe ich so meine Zweifel. Also ich würde schon vermuten, wenn wir den Frosch in einen Wassertopf setzen sozusagen und dann auf der Herdplatte den Topf ganz langsam erhöhen, dann wird so behauptet, dass der Frosch dann diesen Unterschied, dieses Wärmerwerden, weil es so langsam geht, nicht erfasst und deswegen dann sozusagen gekocht wird und stirbt daran, weil seine Sensorik sozusagen nicht in der Lage sei, dieses Heißerwerden zu spüren, wenn es nur langsam genug geht. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, ich habe da so meine Zweifel, ich habe die Hoffnung, dass der Frosch dann doch springen würde, wenn es dann irgendwann wirklich warm würde, weil seine Sensorik vielleicht doch nicht so leicht getäuscht werden kann. Aber was ich euch ganz sicher sagen kann, ist, dass als wir sozusagen vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus sozusagen, wobei hier auch die Zahl mit 200.000 für Homo sapiens schon wieder veraltet ist, also der Professor Friedemann Schrenk und die Sendung Terra X, die ersten Menschen 1 und 2 lassen eher sozusagen bieten eher die Zahl 300.000 an, also die Wende vom Homo, die Kehrt- oder Kurswende vom Homo erectus zum Homo sapiens eher bei 300.000 Jahren an. Wie gesagt, die Zahlen werden immer früher. Seit Jahrzehnten werden die Zahlen immer früher. Die Zahlen rücken immer mehr, man erkennt immer mehr, dass alles schon viel früher sich evoluiert hat, als wir dachten, ja. Und bei 0,4, ungefähr 400.000 Jahren, ja, haben wir die Erfindung des Tausches, wenn die Hinweise von ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2 ungefähr richtig stimmen, ja. Und Homo sapiens müssen wir dann bei ungefähr 300.000 ansetzen. Und vor 400.000 Jahren sozusagen, als da der Tauschhandel erfunden ist, wurde, da kann es passiert sein, dass da erstmal gar nicht viel geschah. Also vielleicht nochmal kurz hier dazu wieder. Also in dem Moment der Erfindung des Tauschhandels ist das Übel, also die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus, da hat sich schon alles Schlechte entschieden. Ja, wer darüber nicht redet, über die Erfindung des Tauschhandels nicht redet, da wisst ihr dann schon, der hat von nichts eine Ahnung, weil er in der Evolution einfach nicht weit genug zurückgeht, nicht an den Entstehungspunkt, wann unser Wirtschaften begonnen hat. Und unser Wirtschaften beginnt mit der Erfindung des Tauschhandels. Weil alle Dinge wie Arbeitsteilung, Spezialisierung, die können ja nur funktionieren, wenn getauscht wird und daraus resultiert dann sehr schnell der Tauschhandel. Und wenn jetzt also hier sozusagen
vor 400.000 Jahren der Tauschhandel erfunden wird, dann werden wir, so wie der Frosch im heißen Wasser, erstmal noch kein Übel gespürt haben. Ja? Denn das geht ganz langsam. Am Anfang werden die Händler noch viel mit Wahrheitsmemen dabei unterwegs gewesen sein, bis zum ersten Mal Variationsgenerator. Wir wissen ja mittlerweile, habe ich ja in den anderen Videos schon oft erklärt, dass unser Genom letztendlich auch in der Gesamtheit ein Variationsgenerator auf der stofflichen Ebene ist, was die Konstruktion unseres Organismus angeht. Und das Gehirn ist der Variationsgenerator auf der mimetischen Ebene, also auf der Ebene der Ideen und Konzepte und Theorien und so weiter. Ja? Und natürlich werden die ersten Tauschhändler vielleicht sogar über lange Zeit lang viele Wahrheiten transportiert haben und wahre Geschichten erzählt haben, sozusagen deren Märchenerzähler. Und bis dann die erste Mutation auftauchte eines Irrtumsmemes. Und dadurch passierte es zum Beispiel ein Irrtumsmeme, das sagt, also ich mache es ganz einfach, um die Konsumsucht zu erläutern, ein Irrtumsmeme auftaucht, dass es irgendwie unschicklich sei, wenn die Menschen so viel schmusen und so viel Körperkontakt haben mit den Babys, die Mütter die Babys so lange stillen, dass es unschicklich und unkeusch sei und unmoralisch und irgendwie schlecht und böse sei und so weiter. Und wenn dann solche ein Irrtumsmeme zum ersten Mal auftaucht, dann führt es schlagartig zu einer Veränderung, die aber dann trotzdem immer noch quasi unmerklich ist, wie bei dem Frosch im Wasser, nämlich die schlagartige Veränderung ist die, dass dieser Händler etwas mehr Umsatz macht als der Händler mit dem Wahrheitsmemen im Kopf sozusagen. Und weil dieses Irrtumsmemen führt dazu, dass die Leute etwas weniger schmusen, dadurch fängt ganz, ganz langsam die erste Konsumsucht an, die Kaufsucht an. Die Leute befriedigen sich mit Ersatzbefriedigungen, mit Konsumsucht statt gelebtem Liebesleben, statt gelebtem Körperkontakt. Dadurch, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Kind durch solche Angstmache sozusagen schlechter wird, sind die Kinder unbefriedigter und sind anfälliger für heutzutage, wissen wir, für Süßigkeitensucht, Schokoladensucht und Esssucht und ähnliche Dinge und so weiter. Und dann kann dieser Händler plötzlich nicht nur ein Kind ernähren, sondern zwei Kinder ernähren, weil er so viel Erfolg hat. In der nächsten Generation werden schon drei Kinder. Dieses Kind bringt dann schon drei Kinder, kann schon drei Kinder ernähren und großziehen und so weiter, erfolgreich platzieren als Händler und so weiter. Und dann entsteht ein Handelsimperium, alles fußend auf gewinnbringenden Irrtümern, auf gewinnbringenden Irrtumsmemen. Ja, und wenn man sich das klar macht, wenn man das begriffen hat, dann ist all das andere Gerede über den Kapitalismus und so weiter, alles Quatsch und über Marktwirtschaft und soziale Marktwirtschaft, weil das bedeutet, dass dann so ganz allmählich, also vor 400.000 Jahren hier, dass also hier an diesem Punkt ungefähr, also ganz allmählich sozusagen lauter Irrtümer sich ausbreiteten, gewinnbringende Irrtümer, die alle unsere Lebensqualität, unsere Lebenslust, unsere Lebensfreude, übrigens auch die Lebensfreude aller Milliardäre und Millionäre, schwerst geschädigt haben und uns alle unglücklich gemacht haben, unser aller Leben ruiniert haben. Und das geschieht so langsam, sozusagen wie bei dem Frosch, so ganz langsam wird uns die Lebensqualität Stück für Stück geraubt, ganz allmählich kommt Krieg in die Welt und Gewalt in die Welt und Blut in die Welt und so weiter und ganz allmählich kommt sozusagen Krankheitsförderung in die Welt, Krankheitsbegünstigung. Ganz allmählich werden die Schamanen zu Irrtumsmemträgern und bringen eigentlich serienweise Menschen um und so weiter. Wie es so schön heißt, unser Gesundheitswesen ist zu einer der größten Gefahren für unsere Gesundheit und für unser Leben geworden. Und so weiter. Ja, davon gibt es ja tausende von Videos auch hier im Internet, die das belegen und dokumentieren.
Und unsere Ernährungsindustrie wurde zu einer Vergiftungsindustrie, die uns systematisch krank macht, weil Zucker billiger ist als hochwertige süße reife Früchte zum Beispiel und so weiter. Und weil der Kapitalismus eben immer nur einem Prinzip folgt, Profitmaximierung auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Erde, auf Kosten des Planeten, und Raubbau ist das Motto sozusagen. Aber entscheidend ist, dass wenn Sie heute sagen, ach, uns geht's doch ganz gut im Kapitalismus jetzt, dann liegt das daran, dass Ihnen, wie bei dem Frosch, der, Sie haben gar keinen Vergleich, da Sie gar nicht mehr sich vorstellen können, wie glücklich Sie vor 400.000 Jahren gelebt hätten. Wenn Sie jetzt zurück eine Zeitreise machen könnten, zurück in die Zeit vor 400.000 Jahren, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie sagen würden, oh, ich bin im Paradies, oh, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt, das ist ja eine völlig andere Welt, aber das konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, denn ganz schleichend haben die Irrtumsmeme ja mein Bewusstsein so verändert, dass ich heute denke, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft wäre Leben. In Wirklichkeit ist es ja gar kein Leben gewesen. Aber das würden Sie erst erkennen, wenn Sie mit einer Zeitreise schlagartig vor 400.000 Jahren leben würden, dann würden Sie plötzlich merken, was für ein gewaltiger Unterschied zwischen der reduzierten Lebensqualität und Lebensfreude in der sozialen Marktwirtschaft sozusagen herrscht und des späten Homo erectus mit seiner, wahrscheinlich mit der maximalen Lebensfreude, die die Menschheit je hatte sozusagen. Ja? Und also, um das Kapitel abzuschließen, also die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat, wie bei dem Frosch mit der Erwärmung, so allmählich uns die Lebensqualität und die Gesundheit und die Langlebigkeit und den Frieden und so weiter geraubt und die saubere Umwelt und das saubere Wasser und die saubere Luft und alles geraubt, dass wir nie einen Moment hatten, wo wir sagten, oh, jetzt ist es aber ganz deutlich schlechter geworden, sondern wir haben das gar nicht gemerkt. Ganz unmerklich hat die soziale Marktwirtschaft alles schlechter gemacht, aber wir haben es nicht gemerkt. Und es wäre so toll, wenn ich Sie einfach in eine Zeitmaschine setzen könnte und Sie vor 400.000 Jahren aufwachen würden und dort mitleben würden und das plötzlich dann sagen würden, oh, was ein Paradies, wie glücklich kann menschliches Leben sein, das hätte ich mir ja nie ahnen lassen. Ja? Wenn Sie dann im urmatriarchalen, urdemokratischen Urkommunismus gelebt hätten, dann würden Sie sagen, oh, was für ein Paradies. Nur heute gibt es viele Menschen, die sagen, oh, ich weiß nichts von, früher war ja alles schlecht, heute ist ja alles gut und so weiter. Das ist halt reine unwissenschaftliche Dummheit. Ne? Aber die gibt es eben und deswegen müssen wir uns an die Klugen halten, ja? Deswegen und an die Gebildeten. So, nächstes Thema. Übrigens, Markus Krall, Professor Max Otto und Dr. Markus Krall haben bei KenFM durchaus Lippenbekenntnisse zur Evolution gemacht, aber eben das ist der Hinweis. Man wird nicht deswegen zum Nicht-Kreationisten, dass man erwähnt, dass man ein Lippenbekenntnis dafür abgibt, dass natürlich unser gesamtes Wirtschaftssystem und so weiter evolutionsbiologisch zu verstehen ist und als Evolutionsprozess zu verstehen ist, das reicht nicht. Das ist Stümperei. Man wird erst zum Wissenschaftler, wenn man sagt, okay, ich wende auch die evolutionsbiologischen Mechanismen, die Variation und Selektion und ich wende die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der zweiten Scientists for Future 2 an, dann erst wird man zum Wissenschaftler und vorher bleibt man halt ein kreationistischer Pseudowissenschaftler, egal wie viele Lippenbekenntnisse man für die Evolution abgibt. Aber immerhin, ne? Und ich, ja, von daher, so, ja, also die Lösungsseite,
habe ich ja auch schon so oft erwähnt. Wie gesagt, Leute, bitte studiert alle anderen Videos und ärgert euch nicht, dass so vieles wiederholt wird. Es wird wiederholt, weil es noch so viel Neue gibt, die es noch nicht gehört haben. Ne? Also die Evolution ist also gelaufen. Von 400.000 ganz allmählich in Richtung, dass sich die Händler mit ihren Irrtumsmemen, die also die auskonkurriert haben, die Händler mit den Wahrheitsmemen, die ausgestorben sind, haben sich die Händler mit den Irrtumsmemen ausgebreitet und haben uns alle manipuliert zu einem unglücklichen, konsumsüchtigen, kaufsüchtigen, kriegsbereiten vegetieren, dahin vegetieren, denn Leben kann ich das nicht nennen, was unter Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft stattfindet. Wenn Frau Merkel vom guten Leben spricht, dann muss ich sagen, die würde ich gerne mal in die Zeitmaschine setzen von vor 400.000 Jahren, dann würde sie sagen, oh liebe Bürger, ich muss laut schreien, wir leben ja gar nicht mehr. Ich habe das Leben kennenlernen dürfen und habe beobachten können, wie die Menschen leben, gelebt haben vor 400.000 Jahren. Wir sind ja einfach nur eine leidende Gesellschaft und das müssen wir schleunigst ändern. Wir müssen sofort die soziale Marktwirtschaft beenden, sofort den auch raus aus dem Kapitalismus. Ja? Also die Evolution ist so verlaufen, dass also dass die gesamte soziale Marktwirtschaft weltweit sozusagen das Plündern der Ressourcen zum Hauptmotto gemacht hat. Denn wenn was aus den Menschen wird, aus der Natur wird und so weiter, spielte ja überhaupt keine Rolle. Das waren alles sozusagen tote Menschen, getötete Menschen in Kriegen, waren ja nur Gewinnquellen. Ja, wenn also eine Bleikugel in einen Menschen einschlägt und der Mensch also sich nicht vergiftet mit einer Mozartkugel, mit der es sich den Bauch vollschlägt, sondern von einem anderen mit einer Bleikugel sein Bauch vollgeschlagen wird, dann ist das genauso wie bei der Mozartkugel. Beides ist lebensgefährlich und beides ist nur ein Geschäft in der sozialen Marktwirtschaft. Die Bleikugel kostet Geld und bringt irgendjemanden Profit in der sozialen Marktwirtschaft und dass der bei Menschen verrecken spielt in der sozialen Marktwirtschaft, hat in den letzten 100.000 Jahren noch nie eine Rolle gespielt. Unser System geht systematisch über Leichen, ja, die soziale Marktwirtschaft. Wir müssen also kommen vom Plündern der Ressourcen zum Begärtnen der Erde. Wir müssen also wegkommen, nochmal, der Satz ist so wichtig, wir müssen vom Plündern der Ressourcen wegkommen und hinkommen zum Begärtnen der Erde. Und wie kommen wir dahin? Indem eben unser Sterben, unser Tod nicht mehr irrelevant ist, sondern also quasi nicht mehr Gewinne auf Kosten unseres Todes und der Zerstörung unserer Lebensqualität gemacht werden. Das heißt, der erste Ausstiegsschritt aus dem Kapitalismus ist die Einführung der Wohlfühlnote als zweiter Wahlstimme, die regelmäßig abgegeben wird und das Messen, der Vergleich meiner Gesundheitskostendaten mit meiner Gesundheitskostenerwartungskurve. Also ganz kurz gesagt, wenn ich nie krank werde, wenn ich mich immer wohler fühle, also mich immer mehr dem Paradies von vor 400.000 Jahren in der Lebensqualität annähere, in der Lebenslust und Lebensfreude annähere und wenn ich mich immer mehr meinem naturgegebenen gesunden Sterbealter von 127 Jahren annähere, dann gibt es mehr Geld für Menschen, die irgendwie berufstätig sind oder die irgendwas arbeiten. Und sonst gibt es weniger. Und das bedeutet den ersten Ausstiegsschritt aus dem Kapitalismus. Ja? Und damit sozusagen drehen wir die ganze Kurve um vom Plündern der Ressourcen, vom Zerstören der Erde und des Klimas hin zum Begärtnern, zum verantwortungsvollen Begärtnern der Erde. Denn immer jeder, der noch etwas arbeitet, wird sich immer fragen, gestalte ich jetzt gerade die Umwelt so, dass meine Mitmenschen
deren Wohlfühlnoten alle in meine Gewinnermittlung einfließen, sozusagen in die Ermittlung meiner Einnahmen und Gewinne einfließen, gestalte ich jetzt gerade die Umwelt so, dass es quasi für jeden Menschen ein Garten Eden ist, den ich gerade gestalte. Entgifte ich überall die Umwelt genug, sorge ich dafür, dass alles sauber wird, naturbelassen und hochwertig wird und renaturiere ich mein gesamtes Umfeld und am Ende haben wir eine Erde, die aus Gärten Eden besteht. Wir müssen uns natürlich um die Überbevölkerung kümmern. Wir müssen uns um zwei Dinge kümmern. Also wir müssen uns darum kümmern, wo ist es? Da ist es doch. Gehen wir mal mit dahin. Wir müssen uns darum kümmern, wo ist es, warum und dass unser Gehirn von 1500 Milliliter geschrumpft ist auf 1350 Milliliter, muss uns größte Sorgen machen. Und wir als Menschen, wir brauchen den Durchschnitt von 1600 Milliliter und nicht den 1350er, denn das 1200er Gehirn, das versinkt völlig in einer Welt der Kriege und da brauchen wir uns dann über Klimawandel keine Sorgen mehr zu machen, dann werden wir alle nur noch verrecken und so weiter, weil die soziale Marktwirtschaft und der dazugehörige Krieg und die Erdzerstörung, das ist eine Menschheitsdummheit. Und mit 1200 oder mit 1300 Milliliter werden wir alles kaputt machen. Ja, wir brauchen 1600 Milliliter. Ja, wir müssen also unbedingt, die Wanderdüne muss Richtung 1600 Milliliter Durchschnittswert wandern. Sonst wird das nichts mit der Menschheit, mit Glück und Lebensqualität und Lebensfreude und so weiter. Ja, und wir müssen also uns darum kümmern, dass das Gehirn weiter wächst und wir müssen die Überbevölkerung in den Griff kriegen. Und da darf ich dazu sagen, dazu brauchen wir nicht, wir brauchen wahrscheinlich keine künstlichen, sozusagen keine künstlichen Verhütungsmittel, denn es gibt Hinweise dafür, dass wenn wir nur wieder so leben würden wie vor 400.000 Jahren, dass wir dann gar keine Überbevölkerungstendenz hätten, weil der intensive Körperkontakt zwischen Mutter und Kind dann zuverlässig die Geburtenzahl drastisch reduzieren würde. Also Kurzformel, die soziale Marktwirtschaft ist auch die Ursache der Überbevölkerung. Und wenn wir die soziale Marktwirtschaft beenden, kriegen wir auch die Überbevölkerung schnell in den Griff. Wir missbrauchen sicherlich noch andere Mechanismen, die allerdings die zweiten Scientists for Future 2 alle längst im Repertoire haben. Wir müssen dann halt wirklich dahin gehen, unsere Erde so zu begärtnen, dass wir vielleicht am Ende mit 5 Milliarden glücklichen, gesunden Menschen auf der Erde leben. Und wenn die Menschheit irgendwann zum Schluss käme, dass es besser ist mit 2 Milliarden oder besser ist mit 15 Milliarden, ist mir das auch recht. Also das muss natürlich demokratisch weltweit entschieden werden, welche Bevölkerungsdichten wirklich ein paradiesisches Leben ermöglichen und ab wann es einfach vielleicht zu viel wird. Ne? Ja, alles klar. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr nach Sichtung der Homepage, die ja so dick ist wie ein ganzes Buch, und was ihr nach Sichtung all der Hunderten von Videos aus den befreundeten Kanälen und so weiter, was ihr noch nicht verstanden habt, und tut alles andere weg, legt all die veralteten Sachen von Rosa-Luxemburg-Konferenz, von Markus Krall und Max Otte, legt all diesen veralteten Kram weg und studiert nur noch eins, Weltverbesserung rund um die Materialien der zweiten Scientists for Future 2 im Internet. Studiert das und diskutiert das und Fridays for Future wendet euch endlich den Einzigen zu und kooperiert mit denen, die als Einzige Antikapitalismus, Postkapitalismus und so weiter können. Die anderen können es einfach nicht. Und wenn ihr nicht weiter mit dem Kopf gegen Betonwände rennen wollt,
Ihr habt es ja gerade bei Siemens gesehen, was stört sich der Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft außer ein paar Lippenbekenntnissen daran, dass ihr an ihm kratzt. Wir müssen die soziale Marktwirtschaft zur medialen Diskussion in jeder Talkshow weltweit stellen. Das ist unsere einzige Chance und da müssen die Professoren der zweiten Scientists for Future 2 dabei sein. Da müsst ihr die mitnehmen in die Medien. Denn ihr habt im Moment ein Monopol. Ihr blockiert im Moment das gesamte Thema Weltverbesserung. Wenn ihr etwas nicht in Fridays for Future, wenn ihr etwas nicht in die Medien bringt, dann findet es nicht statt. Denn ihr seid für die Journalisten im Moment die Verwalter des Themas der Weltverbesserung. Und wenn ihr etwas verschweigt und ihr habt bis jetzt die zweiten Scientists for Future 2 verschwiegen und die erzkapitalistischen Scientists for Future 1 in die Medien mitgenommen. Und jetzt braucht er auch nicht zu wundern, dass die natürlich alle natürlich darauf hinwirken, den Kapitalismus zu erhalten und die soziale Marktwirtschaft, weil sie das nicht denken können, weil sie nicht gelernt haben, wie man den Kapitalismus evolutionsbiologisch richtig analysiert, weil sie die genetische Evolutionsanalysetechnik nicht beherrschen und so weiter. Ja, weil sie nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind. Also, ich hoffe, Fridays for Future, dass ihr nicht und Greta, dass ihr nicht unsere einzige Chance und vielleicht die allerletzte der Menschheit verpasst, denn ich darf das noch einmal sagen. Wenn das stimmt, dass wir vor 40.000 Jahren 1500 Milliliter hatten und jetzt nur noch 1350 Milliliter haben und wir uns Richtung 1200 Milliliter bewegen, dann werden wir in ein Höllental des Kapitalismus eintreten, wahrscheinlich mit Weltkriegen und anderes. Denn je dümmer die Regierenden auch werden, die sozusagen, und je kleiner unsere Gehirne werden, desto mehr werden wir uns die Köpfe einschlagen. Dann wird das wird das Klimawandelproblem unser allerkleinstes Problem sein. Ja? Also Leute, wir brauchen 1600 Milliliter und wir brauchen eine positive Evolution der Menschheit dürfen wir auf keinen Fall so weitermachen. Liebe Fridays for Future, also entscheidet euch endlich, das Richtige zu tun. Tschüssi, bis bald.